Hallo, du hast ja für uns dieses kleine süße Video gemacht und ich habe mir dann jetzt doch mal mich breitschlagen lassen, oder das Video dann doch zu machen. Veronica hatte so ihre kleinen Schwierigkeiten, was man ihr aber nicht vergönnen kann, nicht unbedingt übel nehmen kann, wollte ich sagen, weil klappt halt nicht immer bei mir. Ich habe halt gedacht, komme was wolle, ich halte jetzt ein bisschen die Kamera vor den Spiegel, damit ich mich auch etwas selbst wundern kann. Amu, ich hatte dir ja versprochen, in Anführungszeichen, dir einen kleinen Einblick in unseren Schminkkoffer zu geben. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, was so meine Favoriten sind. Sind jetzt nicht unbedingt die teuersten, sind aber auch nicht die günstigsten. Ich fange mal an mit einem meiner Lieblingssachen, das ist dann doch schon was Günstiges. Das ist ein. Moment, jetzt fällt es mir gerade runter. Ein stinknormaler Glitzer-Eyeliner. Ich halte ihn mal vor die Kamera, weil ich es. Von Essence ist einfach nur ein Glitzer-Eyeliner. Gefällt mir aber. Dann, das Muss für quasi jeden ist, ja, jetzt mache ich mir die Haare wieder ins Gesicht, ganz großes Kino. Das ist eigentlich scheißegal, welche Marke. Ein Eyeliner von B2. Den habe ich nämlich auch natürlich ganz gerne. Habe ich massig auf den Augen, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, doch, denke ich schon. Dann eines meiner absoluten Lieblingsprodukte, einen Manhattan Mass Effect Black Liquid, nee, nicht Liquid Eyeliner, einfach ein Eyeliner, was rede ich, ein Eyeshadow. Und auch ein übelstes Muss für alle ist ein Duo Wimpernkleber von MAC. Ist das jetzt erstmal? Sieht nicht aus wie MAC, riecht wie. Das nur so schön sagt wie Penner-Urin, ist aber Mac. Dann habe ich noch einen Mini-Mini-Einblick in unseren Kleiderschrank. Sage ich mal, ich präsentiere dir meine Lieblingspaar Schuhe, auf denen ich meine zweite Performance in meinem Leben gemacht habe, zu Natalia Kills mit Mirrors, glaube ich, war das. Das wären dann diese. Das ist eine süße Meerjungfrau. Ja, und ein simples Plateau ist jetzt nicht der Burner, aber es läuft sich ganz gut auf denen und ich finde die halt einfach an sich sehr, sehr schön. So, dann bedanke ich mich nochmal im Namen aller Drag Queens ganz, ganz herzlich bei dir für das süße Video. Und ja, du bist ja jetzt schon im Bett, dann wünsche ich dir eine angenehme Nachtruhe und ich hoffe, du freust dich, wenn du das Video siehst. Und ich bedanke mich nochmal im Namen von, ich mache jetzt einfach mal, Kimberly Kids, Veronica Valentine, Daphne Dragé und von mir persönlich und natürlich Montero Rockefeller, unser Sternchen, das kleine Geburtstagskind, ehemalige. Ich freue mich darauf, dass du irgendwann nach Köln kommen wirst. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ein Ründchen mal durch die State City. Am günstigsten wäre es natürlich, wenn du ans CSD kommen würdest, dann würdest du nämlich allerlei sehen. Liebe Annalena, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Restwoche, ein schönes Wochenende und ein Kussi Baba.